Hi Leute, ich hoffe, dass das funktioniert, was ich heute vorhabe. Denn heute habe ich kein Comic in Trade Form dabei, sondern ein digitales Comic. Und zwar habe ich den ersten Trade zu Moon Girl und Devil Dinosaur aus der Comixology App dabei in Englisch. Die Reihe gleich vorweg wird in Deutschland nach jetzigem Stand nicht erscheinen. Ich habe bei Panini bereits nachgefragt und habe die Aussage gekriegt, sie plane nicht damit. Was sehr schade ist, denn ich finde diese Band richtig genial, wünsche mir mehr, werde mir auch mehr holen, sobald sie in den Sales sind, weil ich kaufe bei Comixology immer nur im Sale. Da kostet so ein Trade dann nur 4,59 € oder 69. Da muss man einfach zuschlagen, sage ich mal. Ich finde, das ist immer eine schöne Erweiterung. Ich bin nicht so gut in Englisch, werde also nicht allzu oft englische Comics vorstellen, aber dies hier war ein relativ leicht verständliches Comic, warum ich mich auch hier mal ranwage und es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, warum Panini es nicht bringt, verstehe ich nicht, denn sie haben es im europäischen Ausland gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Italien oder Frankreich ist, aber ich habe eine 100% Marvel-Ausgabe von Panini gesehen mit Moon Girl und Devil Dinosaur. Nur 100% Marvel gibt es bei uns ja nicht mehr, aber eben woanders. Es spielt natürlich nach dem Secret Wars, für alle, die das jetzt als nächste Frage kommt. Und in der Reihe geht es um das Mädchen Lunella. Lunella ist eine der intelligentesten Menschen, die es auf der Welt gibt, wird aber regelmäßig von der Future Foundation abgelehnt, denn da möchte sie eigentlich hin. Sie tüftelt viel, experimentiert viel und seit damals der Terrigen-Nebel sich begonnen hat, über die Erde zu. Sich zu verteilen, hat sie auch begonnen mit ihrer DNA zu testen und hat natürlich herausgestellt, dass sie selbst Inhuman DNA in sich hat und möchte seitdem unbedingt sich selbst der Terrigenese aussetzen, um Superkräfte zu bekommen, in der Hoffnung, dass vielleicht dann doch eher mal die Future Foundation oder andere Schulen auf sie aufmerksam werden. Generell kommt sie jeden Morgen zu spät zur Schule, weil sie eben immer viel zu lange tüftelt. Hat deswegen auch immer Ärger. Sie ist auch immer mit dem Kopf ganz woanders. Natürlich kann sie alle Fragen, die ihr gestellt werden, trotz allem sofort beantworten. Ja, wie gesagt, sie ist an sich eben auf der Suche nach dem Terrigen Nebel. Dafür hat sie ein Detektor gebaut, der sie zu allem führen soll, was irgendwo nach Kree aussieht. Ne? Also wir wissen ja, die Inhumans wurden ja erschaffen von den Kree. Und danach, der De Detektor sucht jetzt nach allem, was irgendwo den Ursprung bei den Kree zu suchen hat. Und so findet sie auch eines Nachts, während sie durch die Stadt wandert, ein Artefakt von den Kree, einen sogenannten Omni-Wave-Projektor. Und hier machen wir einen Split plötzlich ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit, so rund 1 Million Jahre, zum Anfang der Menschen. Und wir sehen hier das sogenannte Killer Falls. Eine sehr bösartige Menschenaffenrasse, die sich diesen Omni-Wave-Projektor angeeignet haben und damit eben ja Macht erlangen wollen. Hier greifen nun Moon Boy und Devil Dinosaur ein. Moon Boy und Devil Dinosaur hieß mal irgendwann die ursprüngliche Ausgabe oder zumindest innerhalb irgendeiner Reihe hieß eben diese Comic-Story immer so. Und davon ist eben Moon Girl und Devil Dinosaur sozusagen die Neuinterpretation für das neue Jahrtausend sozusagen. Jedenfalls greifen die beiden an und trennen sich, während Moonboy sich um den vom Killer-Volks kümmert, der den Omni-Wave-Projektor hat, folgt Devil Dinosaur dem anderen. Ja, Moonboy schnappt sich den Omni-Wave-Projektor, wird aber währenddessen von anderen des Mitgliedern des Killer-Volks angegriffen, die eben nun diesen Omni-Wave-Projektor wieder abnehmen wollen. Switch, wir sind wieder in der Gegenwart, wir sind wieder bei Lunella, sie ist eigentlich in der Schule, soll eigentlich Sportunterricht machen, macht aber wie so oft nicht mit, sitzt mit ihrem Rucksack da, in dem sich der Omni-Wave-Projektor befindet und da kommt der Trainer, nimmt ihr das Ding ab, dreht damit und wir sehen, hier passiert was. Und zwar öffnet sich ein Loch im Raum Zeitkontinuum. Wir sind wieder in der Vergangenheit, wir sehen, wie die Affen auf Moonboy einprügeln, ihn auch halb tot prügeln, eigentlich auch wirklich, ja, er wird es nicht überlegen, werde ich gleich weiter sagen. Und dort öffnet sich nun in der Schwingung mit der Gegenwart auch dieses Raum-Zeitkontinuum und die Affen springen währenddessen durch. Ja, Devil Dinosaur kommt nun auch wieder zurück zum Ort des Geschehens und findet Moonboy schwer verletzt am Boden.
Und Moonboy gibt nun David Dinosaur die Aufgabe, dass er den Omni-Wave-Projektor sichern muss, vor diesem bösen, ja, vor dem Killervolk wieder zurückholen muss. Ja, wieder in der Gegenwart ist nun das Killervolk hier angekommen und möchten Lunella nun den Omni-Wave-Projektor abnehmen. Da taucht Devil Dinosaur aus, auf, verjagt die Affen und schnappt sich Lunella, um den Omni-Wave-Projektor zu beschützen. Ja, das wird natürlich von vielen missinterpretiert. Immerhin ist das ein riesiger Dinosaurier und die Polizei jagt nun Devil Dinosaur hinterher. Ja, gut. Innerhalb der Story schafft dann das Killer Folks auch wirklich den Omni-Wave-Projektor wieder an sich zu reißen. Und nun müssen Devil Dinosaur und Lunella den Omni-Wave-Projektor wieder zurück irgendwie holen. Ja, währenddessen brennt, gibt es aber ein kleines Feuer im Chemieraum der Schule und David Dinosaur rettet die Schüler. Und hier taucht dann ein weiterer Mitspieler auf, und zwar der neue Hulk, Amadeus Cho, der ja innerhalb seiner Serie ja auf Monsterjagd ist. Er fängt ja alle weltweit alle Monster ein und sperrt sie, oh, jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt, sperrt sie in, ja, in Flaschen ein und kleine Gefäße. Er schrumpft sie alle mit Pim-Partikeln. Ja, und er will natürlich jetzt auch Devil Dinosaur erledigen. Also kämpft er gegen ihn, scheint auch überlegen. Alle Schüler freuen sich, feiern nun den Hulk, außer natürlich Lunella. Lunella stellt sich dem Hulk mutig entgegen und redet auf ihm ein und ja, stellt ihn auch bloß, weil Amadeus Cho gibt ja immer gerne damit an, dass er der achtklügste Mensch der Welt ist. Ja, aber Lunella ist ehrlich gesagt cleverer. Ja, dabei interpretiert aber nun Devil Dinosaur diesen Streit zwischen Lunella und Amadeus so, dass der Hulk nun Lunella auch angreift, ne? Und dementsprechend beginnt der Kampf wieder von vorne. Lunella greift aber jetzt mit ihren Spielsachen, die sie selbst gebastelt hat, halt auch ein, verpasst Hulk ein, aber Devil Dinosaur schiebt sie mit seiner Rute zur Seite und macht ihr deutlich, halt dich bitte raus, das ist gefährlich. Das war natürlich ein Fehler, denn sie hatte einen Elektroschocker mit dabei und auf den tritt nun David Dinosaur und somit über, ja, bekommt nun doch Amadeus Cho die Überhand. Er nimmt Devil Dinosaur gefangen und jetzt liegt es an Lunella mit ihren Spielsachen Devil Dinosaur zu befreien und natürlich des Weiteren auch den Omni-Wave-Projektor wieder zurückzuholen. Und es bleibt immer noch die Sache, sie möchte sich der Terrengenese aussetzen. Und das wird sogar interessant, das passiert hier auch noch, das Spoilers. Den Rest der Handlung lasse ich mal offen. Aber kommt in Berührung mit der Terrengenese. Hat sich eigentlich, war sie gerade dabei, sich umzuentscheiden und hat sich gesagt, nee, ich möchte doch nicht, hat kalte Füße bekommen und dann wird sie aber doch eingesammelt und es endet damit, dass wir sie dann im Kokon sehen. Und leider wurden wir schon von Marvel Deutschland gespoilert, was da rauskommt. Das könnt ihr in Extraordinary X-Men lesen. Generell ist es nun mal sehr schade, Panini bringt die Reihe nicht zu uns. Ich würde sie mir wünschen. Ich bin hier auch sehr schwer, wieder, tue mich wieder sehr schwer mit der Bewertung, weil ich die Reihe wirklich mir richtig Spaß macht, mir richtig Fun macht. Ich freue mich so, wenn ich dann mehr im Sale davon bekomme. Und hier habe ich wieder Angst, dass ich wahrscheinlich zu gut bewerte nach hinten. Darum bleibe ich hier einfach wieder bei meiner Standardbewertung für Sachen, die mir einfach gefallen, mit 7 Punkten. Tendiere hier aber schon zu 8 Punkten. Und vielleicht sogar schon leicht zu 9, aber ich sag mal wirklich 7 Punkte. Es ist unterhaltsam, es macht Spaß. Wir haben einen einzigartigen Charakter mit Lunella, die sich auch wirklich gegen jeden widersetzt. Sie hat keinen Schiss vor dem Hulk. Sie legt sich mit ihren Eltern und ihren Lehrern an. Sie zieht ihr eigenes Ding durch. Die macht auch den Dinosaurier immer wieder mal zur Schnecke. Ja, und sie ist wirklich ein interessanter Charakter, den man auch gleich lieb gewinnt. Und man wünscht sich einfach wirklich weitaus mehr hiervon. Panini bringt diese Serie nicht zu uns, was ich sehr schade finde. Sagt mal, wenn ihr halt auch dafür seid, dass die Reihe zu uns kommt, dann haut doch einfach mal unten in die Kommentare Hashtag Catch a Dinosaur. Ich bin der Meinung, das sollte doch der Hashtag dafür sein, denn ich werde dieses Video auch auf alle Fälle bei Panini bei Facebook posten und das genauso drunter packen. Denn die Reihe, ey, muss nach Deutschland. Die ist so genial. Und gut, sie ist auch auf Englisch leicht verständlich. Ich habe auch Mockingbird gelesen, die mir auch Spaß gemacht hat, aber die würde ich nie vorstellen, weil die einfach über so viele Ebenen geht, dass ich wirklich Angst habe, dass ich manche Sachen falsch verstanden habe, weil die über mehrere Zeitebenen geht und hin und her wandert und ach. Ja, und die war aber auch richtig genial, die würde ich mir auch wünschen. Aber die Reihe, dass die nicht nach Deutschland kommt, das verstehe ich nicht.
Vor allem, die haben es ja irgendwo rausgebracht, weil irgendwo im europäischen Ausland gibt es die Panini-Ausgabe 100% Marvel. Moon Girl und Devil Dinosaur. Habe ich im Internet gefunden. Ich möchte das Ding in Deutschland haben. Es ist so ein geiles Teil. Und allen Kram bringen die zu uns. Ne? Nur dann solche genialen Serien, die bleiben außen vor. Und das finde ich schade. Ne? Naja, gut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich sage mal jetzt standardmäßig meine 7 Punkte. Würde aber zu mehr tendieren, aber das ist schon eher so, weil ich wirklich richtig diese Figuren mag, die Reihe mag, den Aufbau mag. Es mir richtig Spaß macht. Ich tendiere wirklich zu 8, 9 Punkten sogar, aber ich sage einfach nur 7, weil ich es nicht übertreiben möchte mit meinen Bewertungen. Ne? Aber ich mag das Ding wirklich. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wer die Chance hat, es sich irgendwo zu holen, ob nun als Straight English oder bei einem anderen Sale, zurzeit ist es nicht mehr im Sale, bei Comixology, soll ruhig zuschlagen. Das macht Spaß. Gut. In dem Sinne, wir sehen uns.